Warum? Ich will jetzt auch das Video nicht abbrechen. Ja, ja, ich will das jetzt drin, 91%. Machen wir dich da auf. Nö, nee, wozu auch? Ich fahr nicht dich da auf. MS, ich. Warum nicht? Warum Platz? Das heißt, bei mir würde ich sagen. Chris, kannst du eigentlich kommen, weil hier ist... Sekunden. Genügend Platz. 2003. Da stand vor allem kein. 2.162. Wer bietet mehr? 4.690. Hast du MS? Ja. 276 wieder. Ich hab Angst. Jetzt schmeißt er mich raus, weil ich angeblich... 900, 800. Wir zuckeln uns voran. Wenn wir hier stehen, können wir erwarten. 27.082. Boah, läuft bei dir, Ben. Was ist das denn? Guck mal gleich nach links, Mike. Vielleicht kommt da einer langgezuckelt. Das ist übel. Ey, was ist denn jetzt mit dem Server los hier, ey? Ja, der spinnt momentan voll. Oh, da kommt einer. Ich muss mich nochmal neu. Jetzt geht meine MS runter. So, ich hab wieder 15, 14. Na, bei mir war 103. Zuck. Aber zucken tust du trotzdem noch. Jetzt hab ich wieder 1400. 700. Mann, der auf der Gegenfahrbahn, der ruckelt auch vor sich hin. 18 habe ich jetzt. Ich fahre mit Fernlicht und werd gekickt, weil ich das Licht nicht anhab. Was soll das für ein Scheiß? Wir warten hier, bis alle da sind. So, da das ja jetzt eh noch dauert, ich bin kurz auf. Ja, das kann auch sein, dass du vielleicht zu hohe MS hattest. Naja, deswegen wurde ich glaube auch gerade gekickt. Also ich zumindest. Bin schon wieder weg. Hm? Unreliable Connection. Ja. Ach Mann, jetzt so. Und alle weg. Ich bin auch weg. Ah. Ich noch nicht. Oh, das ist echt so. Ich will gerade neu ein. Ach komm. Hackangriffe. Ja. Aber es ist wirklich immer zur gleichen Zeit, immer am Wochenende. Ja. Was sind nur noch 1600 Spieler? Es war bei eins haben sie offline. Arcade ist auch offline. Ja, alle wahrscheinlich jetzt. Die werden alle resettet. Einmal um 0 Uhr am Wochenende. Aber Server 2 ist noch online und sind 600 Spieler. Yep. Den haben sie wahrscheinlich schon. Naja. Ich hasse es. Ich starte kurz spielen. Ja, wie kann man so frech sein? Naja. Und die starten doch immer neu, oder? Naja, das ist ja die Sache, dass die halt auch nur am Wochenende arbeiten. Ja. Zeit dafür haben. Nö, da arbeiten sie mehr Zeit, da sind nicht ganz so viele an wie am Wochenende. Ja, aber die arbeiten ja wahrscheinlich auch in der Woche. Unter der Woche, ja. Dann haben die bestimmt auch keinen Bock, um 0 Uhr da den Server hochzufahren. Was ist das denn für ein Mist? Oh, einer ist wieder weg hier. Ja, ich. Ja, Ben. Nein, neu starten. Aber gesagt, ich starte neu. Achso, ja, stimmt. Passt auf euch nicht auf, während der Fahrt Nacht an alle. Nacht die Philipp und machen wir. Jona. Guck mal den alle an hier hinten, Alter. Der ist so eine Wand gebacken. Wie haben wir denn noch? Null Leute auf 72 und offline. Was? Ich bin. Ich. Wir sind also null, okay. Authentifizierung. Okay, das ist bei mir auch. Seht ihr das? Dann werden sie mal kurz neu starten. Aber jetzt ist er weg. Authentifizierung. Starten wir mal neu oder was? Was das heißt.
Ja, Authentification. Warte. Aber ja, gut, dann gehe ich auch nochmal raus. Also ich bin wieder drauf. Ja, ich geh auch nochmal raus. Ja, bei mir steht noch Authentifikation. Ja, dann. Okay, machen wir halt nochmal einen Neustart. Warum auch? Einfach nochmal von vorne dann. Jupp, ich bin wieder da. Ja, ich auch. Nee, ich noch nicht. Simu ist offline. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Dann probieren wir es halt nochmal. Und ich bin wieder weg. Simu 2 ist offline, ja. Offline steht da. Ja. Mhm. Okay, ich bin wieder da. Also ich bin wieder auf Simu 2 online. Mitten, ja. Ja, steht da offline. Hier drin steht. Hä? Ja, online. So, Ben, hab ich schon wieder am Top. Amira, Daniel, Aliston. Hab ich im Top. Ja, hab ich auch im Top, die beiden. Hallo, Amira. Und bin wieder da. Hallo, Ben. Hallo, und hallo, Bus. Sofort die Motoren aus. Simulation. Hallo Mike. Mike. Ja, den haben sie gerade neu gestartet. Du kannst trotzdem reingehen. Jetzt müsste er wieder funktionieren. Wenn der offline das steht, kannst du trotzdem rauf. Kannst du trotzdem das rein. Ist auch wieder da. Fehlen nur noch Chris und Ocki. Hallo Niklas. Tim, wenn du schon wieder mampfen. Ja. Wann ist immer nicht am Fressen? Ja, warte. Nee. Moin, Niklas, 286 MS. Okay. Der schläft doch bestimmt im Schlaf. Oh. Ohne Mann. Ich hab den letzten Bueno gegessen gerade. Ich hab den noch in der Hand. 20. Nee. Ich hatte 5 Stück im Kühlschrank, jetzt war noch der eine drin. Die hat die alle gegessen. Ja. Nee, jetzt hat sich wieder so. Jetzt scheinbar alle wieder da zu sein. Ja, ne? Nee, ja. Ja, doch. Chris ist da, Oggi ist da, ja. Oggi steht aber noch weiter hinter uns, ne? Ja. Ja, aber wir haben Fahrrad, wir können warten. Oh, hallo. Oh, kommt der doch vorbei gesaust. Ja, da kommt einer, Moment, aber ich hab euch gleich. Ich bin gleich da, Leute. Wenn ich jetzt wieder fliege. Könnt ihr bitte eure Motoren ausmachen, wenn wir jetzt. Na, ist aus. Niklas blinkt. Was? Ich hab meinen gerade angemacht, warum soll ich meinen ausmachen? Du blinkst bei mir, ja, aber auch. Du stehst wahrscheinlich so dicht dran. Also ja, so, ja, das könnte sein, ja. Durch. Ich glaube, wir können los. Er ist hinter mir. Ich bin dran. Ich bin hinter Amira, bin ich. Was ist denn da vorhin? Der fährt einfach los. Huch, Licht anmachen. Das ist aber nicht ja, vergessen, Alter. Ich habe vergessen, bei mir waren nur noch 10 Sekunden. Ja, bei mir auch. Ja, Brudi. Gesundheit! Amira. Danke. Gesundheit. Danke. Danke, Ben. Jemand verletzt? Bitte. Nein. Weitermachen. Mike, Vorsicht von rechts! Boah. Da kommt noch einer von rechts. Auf die andere Seite. Pass auf. Mann, ihr seid so voll auf. Ja, vergiss es, Kollege, ey. Willst du noch hier auf dem Seitenstreifen vorbei oder was? Was machst du hier? Du musst bremsen. Oder zumindest werde ich langsamer gerade. Pass auf links. Ja. 2 Spinner. Ja! So was Düsiges, ey. Alter. Bremsen. Vorsicht, Niklas. Ich hab schon gebremst. Ja. Wir können langsam weiterrollen. Ja, D, ich gebe dir auch mal D.
Bremsen. Nein, nein. Oh, mein MS geht schon wieder so. Okay, fährst du mal bitte vor. Ich will doch ein bisschen zu kann, wenn meine MS so. Ah, na, na. Mein Radio. Hey. Schöne Festen hier fahren wir nur. Mal so, mal so. Ja. Wenn ich bremsen muss, weil ich mal zu nah auffahre, tut mir leid, Chef. 70. Was, 70? Ja, ich fahre jetzt. Wie viel fährst du? Ich fahre 80. Wir sind ja auf der Autobahn. Ich jetzt auch hier schneller. Dann kann ich jetzt auch wieder 80, lieber Chris. Nee, du nicht. Natürlich! Dann fahre ich halt nicht 80. Genau. Fahre ich 75. Ich bin dir eh sehr nah. Deswegen. Ich überhole einfach jetzt denn. Ich höre da doch mal, muss jetzt mal meinen Regen ausmachen nachher, Alter. Er hat ja keinen auf. Du kannst deine Disco-Beleuchtung ruhig wieder ausmachen, Ben. Aber ist so Disco. Darf man nicht mal mehr Spaß haben. Spaß haben kannst du mit deiner Freundin. Nee. Wo ist deine Hand? Nee, ich nimm lieber deine Hand. Außer die ist ja nicht da. Die ist ja mit meinem Motorrad unterwegs. Tja, hast du irgendwas verkehrt gemacht? Ich hätte dir nicht mal mein Fahrrad gegeben. Doch. Die hat ja 125er Schein auch. Ich hoffe bloß, dass sie nichts trinkt bei der Freundin, wo sie hingeht. Weil, dann müsste ich mit meinem anderen Motorrad sie ja abholen. Und mein Motorrad steht dann da drüben. Hast du irgendwas anderes zu tun gerade? Ja, so. Seine Tanken. No. Nö. Kann ja, rein theoretisch könnte sie heimlaufen. Sind nur 10 Kilometer. Ist ja noch jung. Könnte ich jetzt schon 5000 Euro drauf wetten, dass sie später anruft oder SMS schreibt? Ich schicke einfach ein Taxi hin. Ein Taxi? Auf dem Dorf? Bei dem kalten Wetter mit dem Motorrad fahren? Boah. Ja. Macht aber Spaß. Ist zwar kalt, aber macht Spaß. Die Dinger melden viele über den Winter schon gar nicht mehr ab. Paar Tage Minusgrade, das schadet dem Bäcker nix. Man fährt immer bei dem kalten Wetter mit dem Fahrrad. Da, ja, Wetter gibt's nur schlechte Kleidung. Wenn du eine Woche Motorrad gefahren bist im, sag ich mal, Schnee Minusgrad, dann bist du abgehärtet. Dann spürst du das nicht mehr wirklich. Du weißt dann, wenn du drinnen bist, fuck. Jetzt stehe ich mir die erst gar nicht fahren, das ist viel zu gefährlich. Ja. Manche sagen Organspender, manche sagen geil. Ja. Kann es halt, dass wir Gegenverkehr kriegen? Oder sind es unsere da vorne? Oh, rote Punkte sind da. Bremsen. Es kann sein, dass. Ich wollte zwar nie Motorrad fahren, da mein Vater einen Motorradunfall hatte. Sehr schlimm sogar. Ja, weiß nicht. Das Bedürfnis war da, noch den Schein zu machen. Weil am Ende macht halt doch Spaß. Boah, scheiße, ich hab total abgebremst.
Bist du schon mal zumindest. Der steht da. Ja, ja, die hätten mich gerade alle runtergebremst. Und ich stand am Berg. Was? Bist du schon mal mitgefahren? Ey, du rollst rückwärts! Mit wem redest du? Hä? Mit alle, ich meine Ben gerade. Ich hab Amira was gefragt. Hä, was, wie, wo? Bist du schon mal mitgefahren? War vom Motorrad? Auf dem Sotius oder selber mal? Bei meiner Schwester, ihren Mann, bin ich früher mal mitgefahren, aber keine Ahnung, was der Verein hatte. Hat dir das keinen Spaß gemacht? Es ging. Naja, der ist sich gerade langsam gefahren und dann noch in der Kurve. Ja, muss Horst haben, muss man schnell fahren. Sonst macht es ja keinen Spaß. Sicher, aber schnell fahren. Ey, da war ich doch ein Kind, hallo? Ja. Das ist schon keine Ahnung, wie viele Jahre her. Ja, mach's nochmal und dann machst du auch so einen Schein. Dann treffen wir uns alle in. Tankstelle. Wir machen alle Motorrad 125er Schein, also ihr, der noch keinen hat. Und dann treffen wir uns Gamescom. Genau. Mit Moped. Ja, jeder, so wenn jemand eine Stimme mitbringen will. Alter. Du hast aber einen Vogel, Mann. Wieso nicht? Weißt du, wie weit das von mir ist? Du nicht so weit mit Moped. Hä? Du kannst dir doch ein schnelles Moped kaufen. Quatsch, und da ein bisschen dran rumschrauben. Vor allen Dingen macht ein 125er Schein, ne? Langweilig. Kommt drauf an, ne? Nicht, aber ich auch. Wenn man ein bisschen am Motorrad rumschraubt, kannst du auch schneller fahren als 100. Ja, würde ich trotzdem nicht. Würde ich machen. Würde mein Fahrrad sich für riskieren. Wow, sind alle aus dem Kopf raus. Die haben alle Bleifüße. Hä? 70? 70, ach, ja. Wo seid ihr plötzlich? 70 fahren wir gerade. Im Tunnel. Da war ich gar nicht mal auf dem Radar. Ich bin gerade durch den Tunnel durch. Der Tunnelrot geht ja, ein bisschen ein Gas. Da ist der Roggi. Na ja, dann. Ah, jetzt bin ich euch so langsam wieder. Du hast hier schon mit 90 hinterher. Mein und Mikes Alter würde sich das gar nicht lohnen, das Geld wegzuschmeißen für so eine Zwieback-Scheiße. Pedal to the metal. Da bist du besser dran, wenn du alles oben offen machst. Fertig. Der 125er kriegst du jetzt geschenkt. 90 Stunden oder so, 90 Stunden oder so kannst du machen. Brauchst du nichts anderes machen. Volle Größe. Mal, das habe ich schon so lange. Also von daher. Ich habe eigentlich nur meinen 125er Schein gemacht, weil mir gesagt hat, wenn ich den mache, würde sie den komplett bezahlen. Oh. Also ich habe nichts ausgegeben. Ich hätte ihn mir trotzdem, sage ich mal, leisten können, selber von meinem eigenen Geld auch. Aber meine Vater hätte es auch mir rein theoretisch geben können. Aber ja. Mautstation voraus. Ja, Achtung und keine zum Durchfahren. Ach wow. Wieder Kuppel. Okay, jetzt langsam, wenn du so müde bist, geht's dir auf den Keks. Ja. Wenn er müde wird, geht er dir auf den Keks, Alter. Kuppeln, schalten, kuppeln. Immer so schalten, kuppeln. Deshalb mache ich nachts alles mit Tempo erhöhen, Tempo niedriger machen. Ne, erst also recht einschlafen, so hab wenigstens noch was zu tun. Nee. Da hab ich keinen Bock und da sitze ich hier und. Oh. Ja, fahr zu, Mike! Achso, ich hab jetzt einfach langsamer gefahren. Wir sind, nee, fahr ruhig vor. Wir behalten unsere Formation. Ey, du kommst auf meine Seite, bleib mal drüben. Ach Quatsch. Ganz rein. Lichthupe, kannst rein? Hallo? Ja, hallo. Bedankt, dass ich auch bedankt, dass ich bedankt, dass ich. Das ist doch. Oh Gott, hä? So links? Halt, bedankt. Nicht wirklich bedankt, aber naja. Naja, ich muss doch eh wieder rüber. Also naja, muss wieder laufen, ne? Perfekt. Bist du wieder da? Wer ist wieder da? Hier verschwindet immer aus dem Tab 70, ne? Wir waren alle zusammen an der Mautstelle. So schnell können wir doch gar nicht weg. Doch.
Ich muss schon wieder mit 90 euch hinein. Wir fahren die ganze Zeit 70 hier. Ihr könnt aufholen. Ja, selbst wenn ihr mit 80 wenn du 70 fährst, frag mich, warum ich mit 80 nicht rankomme an dir. Ja, wir fahren 70. Wir fahren 70. Ich fahr 70, sonst würde ich schneller sein als Mike. Und ich halte das Tempo. Er entfernt sich sogar von mir. Jetzt muss ich bremsen. Ja, gut. Leute, ist doch heute letzte Tour. Halt die Fresse. Jetzt Maul, ich stehe oh. Früher auf, wenn ich arbeiten muss, als du, du Klops. Ist aber Wochenende. Du arbeitest ja auch nicht. Nein, ich überhaupt nicht. Nach der Tour ab. Vorsicht, hier müssen wir. Ja, ich auch. Wieso gehen denn jetzt alle? Weil müde. Ja, also fahr mal nur noch Autobahn, da werde ich. Das ist ja ganz schlimm bei euch auf Landstraßen. Ich ihr bin. Ihr werdet noch wach, hier kommen noch ein paar. Seid heute Morgen um 5:45 wach. Och, sei ruhig, ja, bitte. Morgen wieder um 7 Uhr aufstehen. Mir geht's top und ich war noch in der Schule. Oh Mensch, du bist ja auch noch ein Kind. Ja, ich bin auch schon seit du 6 war. Ja, nee, bei uns, nee. Rot. Also könnte man schon, weil die Lehrer juckt das eh einen Scheiß. Ja, siehst du. Shit juckt die das natürlich. Und wäre halt dumm, sag ich mal, wegen Prüfung. Ah. Boah, was ist hier los? Zuhören, rot. Sorry! Entschuldigung, Oggi. Oh. Ich kann nicht, da fährt jemand rückwärts. Ich hab dich jetzt voll angeeckt. Nichts passiert. Rot. Rot. Mira, lebst du noch? Ja, ja, ich lebe noch. Hat leider nicht mal ganz gereicht zum Ausweichen. An der Ecke hab ich dich doch mal erwischt. Rot, scheiß drauf, durch. Neutral. Aber jetzt müssen wir das stehen. Erster Gang und zack. Bandlinger. Oh, hier ist schon wieder rot. Hm? Ach komm, wir fahren jetzt hier, sonst stehen die. Nee. Doch. Ach, rot ist rot. Karma. Ach, dann gebe ich auch. Als wenn du immer bei rot stehen bleibst, Ben. Ach, guck mal, Chris, wir sehen die Schlauen. Grün! Grün! Anstatt dass ihr 4 Sekunden wartet, grün! Ja, dann wird die andere grün. Wir sehen grün, richtig? Ich seh nix. Bei mir ist Chris grün. Und was mach ich? Ich halt immer bei roten Ampeln an, wenn ich einen Auftrag an hab. Na klar. Über die Kreisverkehre, das ist wieder ein anderes Thema. Da breitest du ja quer über die Insel. Genau wie Chris. Hä? Da kannst du unter Ulk verbuchen. Du bist letztens auch über die Insel gedonnert. Hä? Über die eine? Gestern? Wo oder wir vorgestern. Da bin ich ja drüber gedonnert und du auch. Ja, in dem Video. Bei Groß bestimmt. Du bist da wirklich drüber gedonnert, weil ich auch drüber gedonnert bin. Du bist ein Verräterschwein. Ja, ich wollte auch mal, dass du leidest, nicht nur ich. Und außerdem, so. In dem Stream sieht man es auch. Pisser ramst mich also weg. Ja, Karma! Ja, geh doch weg! Hallo! Da vorne kurz in zwei. Was willst du mit deinem Hallo? Mira, mach langsam, die stehen. Ja, die kuscheln hier, die zwei. Nee, ich nicht. Der hat wieder Scheiße gebaut, hat überholt und hat gedacht, er ist Oberbabo und hat voll den Unfall gebaut. Mach ihn da vorne.
Wieso habe ich meine Kappe später abgewürgt? Ich habe es diesmal nicht geschafft, bergauf. Ist super gegangen mit dem Scania. Ich sag mal, was ist denn jetzt los? Was zieh ich dir davon? Tank? Tank sagt, ja, lang noch. Ja, kommt bis zur nächsten Tankstelle dann. Oh Scheiße, ich muss tanken. Nein, nein. Natürlich nicht. Nachdem wir vorbeigefahren sind, dann. Und das Geile ist, Chris hält sich nicht mal selber an die. Die Uhrzeit braucht er doch nicht. Kommt jetzt mal wieder Gas, dass wir da drankommen. Ja, ich fahre mit 90, dass ich wieder aufhole. Wie schnell fahrt ihr da vorne? Gestern. Sich. Autobahn. Ja, seid ihr noch alle weit weg. Wie schnell fahrt ihr da vorne? Ja, Autobahn. Ja, die haben 70 gesagt. Nee. Natürlich. Ach, wir haben dich verarscht. Ich fahr dir wieder mit 90 hinterher. Mike hat gesagt, gestern, nicht 60. 70? 65 bis 70. Hat der Niklas gerade gesagt, oder vorhin gesagt. Ah. Ja, was geht jetzt? Guck mal, da war der Oggi. Jetzt ist er wieder weg. Da ist er wieder. Wo war ich? Da ist die Amira. Top. Jetzt ist er auch wieder weg. Nee, Amira habe ich noch nicht. Ah, die Amira! Und Amira weg. Und Oggi auch. So, morgen Vormittag erstmal. Hä? Ich bin noch nicht weg. Ich bin noch irgendwo. Ja, im Tab. Außer Reichweite wahrscheinlich, ja? Ja. Yep. Das ist keine 70, Mike. 65. 70? Ich mal 80, Mensch. Mensch, keine Leute, schleicht doch da hinten immer rum. Ich bin hinter euch. Außerdem ist mir egal, ob ich hinterher schleiche oder nicht. Toll. Ich kann Gas mehr geben, dann musst du eh gleich wieder bremsen. Autobahn vorbei und ihr gebt Gas. Och, Mann. Ja, du bist doch gerade erst gekommen, Mann. Nee, eben nicht. Oh Scheiße, wir müssen abbiegen, ne? Dass wir hier jetzt volle Lotte noch reinkacheln. Morgen stelle ich aber wieder Autobahn ein. Ich stelle es nachher ein, wenn ich aufgehe, sonst vergesse ich da. Das ist ganz schön hart. Nächste Tankstelle sollte ich mal anhalten. Beste Nebenstraßen und noch was gibt's, ne? Ja, Schnellstelle. Glaube ich. Mhm. Ja, schnellste ist Autobahn und Landstraße. Ne? Je nachdem halt. Schnellste halt. Beste heißt das, glaube ich, ne? Beste oder schnell? Ja, und kürzeste beste gibt's und noch. Kürzeste gibt's noch. Dann ja, kürzeste cool gibt's kürzeste auch noch, stimmt. Weil das hatten wir auch noch nicht. Kürzeste fährst du auch häufig in der Straße. Aber nicht nur. Aber auch, nee, nicht nur, auch viel Auto. Viel Autobahn auch. Weil da hätten wir alles gemischt. Da ist ja die Bande.
Ach, die schweren, oder sag ich mal, Kurven, wo man nur so rumeiern kann, so richtig lang kommen. Ne? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei Oslo oder ob es soll eine geile Strecke sein, ne? Mit Serpentine. Da sind nur Kurven, richtig eng. Und ja, und dann auch richtig bergab, wenn du da nicht richtig bremst. So ne? Bergab, da musst du. Aber bergauf fällt dann auch ganz schön schwer, wenn du. Ja. Da bin ich mal mit 10 km/h hochgetuckelt. Nur mit 3 geht das auch. Ja. Ja. Kommt je nachdem drauf an, was der LKW dran hat. Ja. So eine Lokomotive, da wäre das Leben schwer. Mhm. Au. Tot gefahren. Also wir haben wieder Anschluss und aus. Ja, auch gar nicht vorbei. Wie war das früher mit dem LKW beim Führerschein? So schnell wie ich hochfahre, muss ich auch wieder runter. Ja. Ist aber schon ein paar Tage her. Yep. Da gab's noch keine Retarderbremse. Nö. Wir müssen nach rechts abbiegen. Dass das Mädel mir wieder hineinkachelt. Hallo. Oh. Oh, meine Leuchtdioden, die stimmen noch nicht. Muss ich mal neu einstellen. Einfach Kupplung treten ist halt schon entspannend, ne? Ja. Einfach Kupplung treten, wo es jetzt so die ganze Zeit rund bergab geht. Ja, oh. Ne, Kupplung und Bremse halt. Ab und zu bremsen. Mach ich die ganze Zeit. Das machst du aber in real life nicht mit dem LKW, hey. Ja. Okay. Da hast du schlechte Karten. Oh, da kommt noch eine ganz kurvige Passage. Oh, ja, das hinten. Oh, ja. Berg hoch oder Berg runter? Na, es sieht nach hoch aus momentan. Aber irgendwann geht es auch nach unten. Dann einfach geradeaus durch, Nikla. Geradeaus, Abkürzung. Ja, einfach geradeaus durch. Genau. Die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh, ja. Aber ein bisschen nicht. Na, da fahren sie alle. Ghost. Der Oggi. Die Amira. Oh, Schräglage. Und das Bennylein ist schon wieder Müdilein. Ah
Manche Scoot hier nervt kein Gegenverkehr. Rein theoretisch dürfte man alle Kurven mit 50 nehmen, weil 50 ist erlaubt. Ja, deswegen heißt es nicht, dass du 50 fahren darfst oder kannst. So, mit 50 ist das angenehm. Ja, also bin ich auch durchgefroren. Die Kurven, gerade so. Zumindest mit Lenkrad. Ja, ich weiß nicht, wie Amira geht mit Tastatur. Anstrengend. Ja, es geht. Ghost mit dem Controller. Müsste eigentlich auch gehen, oder? Jo, ich häng dir hinten dran. Ich sag da immer. Hängst mir nah, so nah, schnell weg hier. Also dann bin ich die Strecke schon gefahren, von daher. Ja, kann die auch schon mit Augen zu. Mir fallen nie die Augen daran zu. Dann ab ins Bett. Na jetzt nicht, kann ich vielleicht auf der Straße stehen bleiben. Doch. Ja, aber danach. Danach. Oh, ja. Jetzt hier. Kupplung! Oh. Weg, Mike! Mike, fahr, Mike! Nee, eben nicht. Will er ja nicht, weil er die Kupplung durchdrückt und rollen lässt. Und man sieht, fährt er schön schnell. Boah, 160 geht der Kilometer so schnell. Noch, Alter, geil. Gesundheit. Danke. Die kann's machen. Wahrscheinlich muss man abbiegen. Ja. Da kannst du es quer drüber über das Gras. Hab ich auch. Ich hab's gepackt. Und hier hinten musst du auch nochmal links rum. Ja, das sehe ich hier. Das sehe ich dann. Geh halt rein, du blöder Gang. Ihr Groß wollte tanken, ne? Ja. Er ist eine. Ne, die ist auf der anderen Seite, ne? Ja, auf der Seite. Reinfahren. Er ist rein, ja. Da steht aber ein Verbotsschild. Ja, hat keiner gesehen. Man kann auch von der anderen Seite reinfahren. Ups, Tankstellenschild gibt es nicht mehr. Vorsicht, wer da hinten kommt, ist. Das ist anstrengend, Alter, so eine lange Strecke über Landstraßen ist krass, ey. Da kannst du dich nur rollen lassen. Nee, da lasse ich ihn lieber nur rollen auf der Autobahn. Ja. Krass, verdammt. Okay. Der See leer. Auf die Gas. Auf die Gaspedal und fertig, los. Der nächste springt am Bettzipfel schon. Ja, ja. Ja, wieder ja. Zeit. Nach normalerweise Tour, ist das die Zeit, wo jetzt nur noch Rasen tut, dass ich schnell im Bett kommen. Erstmal um 1. Um 1. Wir haben es erstmal 1. Nee. Noch nicht ganz. 3/4. Ja, 3/4 ist 1. Nee. Doch. Nö, nee, noch nicht ganz. Dann ist es halt nicht 1. Nö, nee, noch nicht ganz. Ja, 450 Euro aufrunden. 500. Ach, hier, stimmt so. Behalt den Scheiß. Kann ich schon. Das ist nur eine Sache, wie viel du dem Trinkgeldring geben willst. Denjenigen. Machen könnte man das schon. Einfach
gerade überholen, aber geht nicht. Aha, beim Chris fängt schon wieder an. Er sieht schon wieder die Dollarzeichen in den Augen. Ding, 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 ding. Oh, scheiße, Entschuldigung, hinter mir. Oh, fuck, Alter. Ja, Mann, geh halt rein. Sag mal, wieso spinnen jetzt meine Gangschaltung? Ich dachte, ich stehe auf Gas, auf einmal wird der Kummer langsamer. Niedriger Tankfüllstand. Alter. Du weißt, wie viel niedriger Tankfüllstand beim DAFA ist. Ja, kommt noch 1000. Nee, nicht ganz. 400. Uppala. vom 8.12. Mike, was machst du? Gar nichts. Mike fährt Schlängellinie, ich nehm's mal kurz auf. Ja. Rack das mal. Hey, send mein Abgabeort! Ich auch, deswegen fliege ich ja schon. Wo ist Musma? Jetzt so lass ihn verhungern! Der muss hier einfach ab und ich lass ihn verhungern! Wer lässt wem verhungern? Ich dich! Weil du musst ja jetzt hier abbiegen! Du kannst ja aber nicht rein! Alter, wieso bist du schneller wie ich? Du trittst bestimmt Kupplung! Kupplung! Ja, ja, klar! Kupplung bringt alles! Dann geht er bis 95, 96 hoch. Was meinst du, wie der abgeht, du? Nee, kommt doch an, wie groß der Berg ist. Höher wie 96 bin ich jetzt auch nicht gekommen hier. Kein Schrein. Mann, bei dem Blinker schläfst du ein.
Digga, ist das dein Ernst oder was? Absolut. Und da mach ich mir gar keine Platte. Da mach ich mir gar keine Platte. Da hau ich einfach rüber auf der anderen Seite. Also zum Glück hat er keine Leitplanke dabei. Ey Chris, bist du bescheppert? Ich kann auf den King zaubern. Er wird mich hier reinnehmen. Boah. Oh, sorry. Hoffentlich fliegst du kurz davor aufs Maul. Müssen wir nicht hier rein, das ist hier Werkstatt, Mann. Ja, sorry, das hab ich gar nicht recht. Aber das Ablenkungsmanöver. Ja, ich hab schon in der Werkstatt gerast, Alter, vor Schreck. Das war taktisch. Taktisch gut auf jeden Fall, schon seid ihr weg. Ja, siehste. So lässt verschafft man sich Raum, einmal antäuschen. Ah, ein blöder Ampeln. Die können mich jetzt auch nicht mal schauen. Ach nee, jetzt wirklich hier, was ist das denn? Rückwärts, geil. Mit grünem der Abschluss. Grünen Abschluss ist bei mir alles schnell jetzt. Nee, langweilig. Pussyabgabe. Guck, Klick, schon abgegeben. So, ab zur Garage. Entschuldigung, aber du hast geleckt. Du bist ein Schwein ist. Zurückgesprungen und dann wieder vor. Du musst ein Schwein sein, die gemein sein. Ah, Mist, das ist so ein gelenkter Auflieger. Scheiße. Keine Sorge, ich komm wieder. Heißt das von King Panther? Jetzt hab ich mich scheiße hingestellt. So, jetzt habe ich alle Leute treffen. Obwohl, morgen habe ich ihn ja keine Ecke was da. Bist du schon raus aus dem Spiel, Chris? Kannst du eh nicht mehr tanken. Geh gerade nur mal rein. Also, ob du so schlau wärst und Bock hättest. Nee. Jetzt noch mal rein. Ich bin da. Dafür bist du viel zu faul. Ja. Viel zu müde vor allen Dingen, ja. Viel zu faul. Hab ich ja gesagt. Noch ein. Ich bin so nicht anders gewohnt. Ich musste sehr viel live auch machen.